diesem Video schauen wir uns den neuen POTM Ødegaard genauer an. Der hat jetzt nämlich auch eine POTM SBC erhalten. Ødegaard spielt ja in der Premier League beim FC Arsenal und kommt aus Norwegen. Seine Karte hier ist ein ZOM, als alternative Position könnte er noch ZM spielen. Als Spieler Arbeitsraten hat er Hochmittel, er hat richtig nice 5 Sterne Skills und 3 Sterne Weak Foot. Seine Werte sehen insgesamt echt wirklich sehr solide aus. Sein Tempo ist für seine Position wirklich angemessen, die Schusswerte sind mit 84 in Ordnung, hier ist das Stellungsspiel mit 88 wirklich richtig gut. Überragend ist er dann beim Passen. Hier sind fast alle Werte über 90. Ebenfalls richtig stark ist er auch beim Dribbling. Hier sind Balance und Beweglichkeit auch richtig gut. Der einzige Wert, der hier vielleicht nicht ganz so gut ist, ist die Reaktion. Mit 87 hat er dann noch eine richtig gute Ausdauer. Dazu bringt er auch noch ein paar Spielereigenschaften mit, wie den Außenrissschuss, die Flairpässe oder auch den normalen Flairtrade. Um seine Werte nochmal zu verbessern, würden wir mit einem Hunter gehen. Somit werden die Schusswerte nochmal verbessert, aber auch das Tempo. Grundsätzlich sollte das Verlinken kein Problem sein. Er spielt ja in der Premier League und daher gibt es auf jeden Fall einige Möglichkeiten. Über die Nation ist er jetzt nicht ganz so gut einzubauen. Lasst doch jetzt gerne mal ein Like da, wenn dir das Video bisher gefallen hat. Für die SBC musst du 2 Teams abgeben, und zwar ein 82er Team und ein 85er Team mit einem Inform. Das Ganze kostet dann rund 70.000. Insgesamt erhältst du dann noch ca. 5 seltene Goldkarten. Für die SBC hast du dann noch Zeit bis zum 12. Februar. Also wie immer noch knapp einen Monat. Schauen wir uns mal Alternativen an. Die Moments SBC von Götze gab es damals für 40.000. Er hätte allerdings nur 4 Sterne Skills und von den Werten her ist er jetzt nicht unbedingt viel schlechter. Dann gab es die World Cup Showdown SBC von Berghuis für 66.000. Er hat auch nur 4 Sterne Skills, ist aber nochmal schneller und vom Schuss her besser. Und die Physis sieht bei ihm auch echt richtig gut aus. Allerdings ist er natürlich aus einer anderen Liga. Ebenfalls aus der Premier League wäre hier die Showdown SBC von Ziyech bzw. die World Cup Karte für 60.000. Auch er ist jetzt abgelaufen, man kann ihn natürlich nicht mehr abschließen. Er hat auch wie Ødegaard 5 Sterne Skills und von den Werten her ist er echt richtig ähnlich. Verlinken kann man Ziyech auch nur wirklich gut über die Liga. Und Ødegaard hat auch schon ein paar Special Cards erhalten, unter anderem auch seine Road to the Knockout Karte, die liegt momentan bei 34.000 am Markt. Wie gesagt, hat er auch schon zahlreiche Special Karten erhalten, unter anderem eben auch 2 Informs und eben diese Road to the Knockout Karte. Dort war er eben logischerweise nochmal schlechter von den Werten. Aber was sagt die Community zu dieser SBC? Grundsätzlich kam die SBC auf Footbin wirklich richtig gut an. Ebenfalls waren auch seine letzten Karten immer relativ beliebt. Auf Discord haben ungefähr 65% für Machen gestimmt. Die meisten finden den Preis echt okay, andere finden ihn aber auch echt gar nicht so nice. Vor allem, weil ja auch bald das Team of the Year rauskommt. Sollte man die SBC also eher machen oder lassen? Grundsätzlich sieht die Karte echt nicht schlecht aus. 5 Sterne Skills sind auch wirklich mega. Die Linkbarkeit ist wie gesagt in Ordnung durch die Premier League. Wenn man aber die Alternativen ansieht, gibt es schon Karten, die preislich ähnlich sind, vor allem mit Ziyech. Der sieht wirklich sehr stark aus mit seinen 5 Sternen Skills. Ødegaard ist aber auf keinen Fall überteuert und für die Premier League ist der Preis sehr angemessen. Deshalb finden wir, kann man die SBC mitnehmen, wenn man noch so einen Spielertyp in seinem Verein braucht. Wie gesagt, ist das Ganze hier echt ziemlich fair. Wenn du ihn aber nicht unbedingt brauchst, dann spar dein SBC-Futter lieber, denn bald kommt ja auch das Totti raus. Wie findest du die Karte von Ødegaard? Schreib das gerne mal unten in die Kommentare. Lass es noch ein Abo da, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.